Hallo, hallo, mein Liebesschatz, Bruderschatz. Ja, wir sind die Liebe, die Freude, das Glück. Und heute machen wir uns das ganz, ganz tief bewusst, dass wir unsere Identität nie verloren haben, dass wir immer eins mit dem Vater geblieben sind. Das ist eine Tatsache. Ja, und mir hat der Heilige Geist geholfen, mich daran zu erinnern, dass ich mit diesem Gewahrsein, dass ich meine wahre Identität und das Einssein mit dem Vater nie verlieren kann, in diese Welt gegangen bin. Und dass ich, wenn der Tag gekommen ist, vom Heiligen Geist und von Jesus Christus wieder daran erinnert werde. Und dann wir gemeinsam mit dir und allen meinen Brüdern die Welt des Leides einfach wegleuchten. Ist das nicht wunderbar? Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, Bruder, wer wir wirklich sind. Und dass der Vater uns grenzenlos liebt und unsere wahre Identität von ihm gegeben annehmen. Und dann dehnt er mit seiner grenzenlosen Macht der Liebe über unseren Geist seine Liebe, seine Hingabe aus. Wir geben allen alles und sind zu Hause. Hat sich sogar gereimt. Ja, ich rufe mal diese herrliche Lektion auf. Es ist meine Lektion, wirklich meine Lektion. Und ich hoffe, dass es auch deine ist. Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin. Oh ja, aber da muss ich eben wirklich auch das wahre Konzept haben. Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin. Ja. Denn in der Vergangenheit habe ich ja auch geglaubt, dass ich so viele Male nach Indien gefahren bin, dass ich mit Gott in Verbindung. Aber das war noch begrenzt. Und heute die ganze Nacht habe ich immer wieder von diesen alten Zeiten, meinen Yogi-Zeiten, da war ich der große Yogi, man nannte mich den 24-Stunden-Yogi. Aber das ist hier kein Yoga, das ist keine Verbindung. Ich bin eins, das ist ein gigantischer Unterschied. Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin. Gott ist die Ganzheit, die Herrlichkeit, die Liebe, die Freude, die Glückseligkeit. Und ich bin ihm gleich. Ich bin eins, seine Ausdehnung. Der Vater und der Sohn sind eins. Das müssen wir uns klar machen. Also ich steige mal ein. Sehr umfangreich der Text, aber er ist wunderbar. Heute wollen wir wiederum Dank sagen für unsere Identität, großgeschrieben in Gott. Also wenn wir wirklich sind, sind wir nur und ausschließlich in Gott. Das betone ich in jedem Video. Es gibt kein Leben im Körper und in der Welt der Trennung. Es gibt nur Leben in Gott. Einverstanden? Willst du da sein? Ob du es willst oder nicht, da bist du. Und solange du nicht da bist, leidest du. Unser Zuhause ist sicher. Schutz ist gewährleistet in allem, was wir tun. Wow! Macht und Stärke stehen zu unserer Verfügung in allem, was wir unternehmen. Wunderbar. Und in nichts können wir scheitern. Na klar, wenn ich eins mit Gott bin, ist die ganze Macht Gottes bei mir. Alles, was wir berühren, nimmt ein leuchtendes Licht an. Da muss ich weinen. Das segnet und heilt. Alles, was wir berühren, an jeden, den wir denken, jeden, den wir sehen, in diesem Gewahrsein, nimmt ein leuchtendes Licht an. Das segnet und das heilt. Ach, Vater, danke, danke, danke. Eins mit Gott und mit dem Universum gehen wir frohlockend unseren Weg im Gedanken, dass Gott selbst überall hin mit uns geht. Ist das nicht herrlich? Wir müssen kein Yoga betreiben. Wir sind eins mit dem Vater, Bruder. Du bist eins. Und er liebt dich und liebt dich mit seiner ganzen Hingabe und Zärtlichkeit und gibt dir jeden Moment eine neue Geburt. Wie heilig ist unser Geist, oh ja. Und alles, was wir sehen, spiegelt die Heiligkeit in dem Geist wider, der eins mit Gott ist und auch mit sich selbst. Also im Einssein in Gott sind wir mit uns selber eins, mit unserem Heiligen Selbst, das wir mit dem Vater und mit allen Wesen teilen. Wie leicht schwinden Irrtümer dahin und der Tod weicht dem ewig währenden Leben.
klar eins mit dem Vater, bin ich ewig lebend glücklich und alle Ängste sind vorbei. Unsere leuchtenden Spuren weisen den Weg zur Wahrheit, denn Gott ist unser Gefährte. Groß geschrieben. Gott ist mein Gefährte, mein Freund, mein Vater, mein Geliebter, alles, während wir eine kleine Weile auf dieser Erde wandeln. Und sie kommen, um uns nachzufolgen. Und die kommen, um uns nachzufolgen, werden den Weg wiedererkennen, weil das Licht, das wir tragen, zurückbleibt und doch mit uns kommt, während wir weitergehen. Es ist wunderbar. Wir gehen in das Gewahrsein, dass wir eins in Gott sind, dass wir nicht in dieser Welt, sondern zu Hause sind. Den Körper haben wir aber noch. Und das Licht, das durch uns scheint, durch unser Gewahrsein, unsere Ganzheit, unsere Herrlichkeit, leuchtet allen den Weg. Ist das nicht schön? Es ist so wunderbar. Was wir empfangen, ist unsere ewige Gabe an die, die nach uns kommen und auch an die, die vor uns gingen oder eine Weile bei uns weilten. Gott, der uns mit derselben Liebe liebt, in welcher wir erschaffen wurden, lächelt uns an und bietet uns das Glück an, das wir gaben. Also wir geben allen alles und der Vater durchdringt unseren Geist. Sein Wille geschieht durch unseren Geist. Er liebt uns und durch uns alle Wesen. Halleluja. Heute wollen wir an seiner Liebe zu uns nicht zweifeln, noch seinen Schutz und seine Fürsorge in Frage stellen. Bruder, das ist so grenzenlos wichtig. Der Vater liebt dich als das, was du ewig bist. Nimm seine Liebe an. Heute wollen wir an seiner Liebe zu uns nicht zweifeln, noch seinen Schutz und seine Fürsorge in Frage stellen. Wir sind Gottes Sorge, ohne dass er sich sorgt. Keine bedeutungslosen Ängste können zwischen unserem Glauben und unserem Gewahrsein seiner Gegenwart treten. Natürlich groß geschrieben. Heute sind wir im Wiedererkennen und Erinnern eins mit ihm. Vater, du bist. Und ich bin eins mit dir. Deine Liebe durchdringt mich. Ich bin das ganze Universum der Liebe und alle sind gesegnet. Ja. Unser Geist enthält seine Gedanken großgeschrieben, alle Brüder. Unsere Augen schauen seine Lieblichkeit in allem, auf was wir schauen. Also unser Geist birgt nur die Gedanken, die wir mit Gott teilen und denken. Wunderbar. Heute sehen wir nur das Liebevolle und das Liebenswerte. Ja, das wollen wir. Wir sehen es in den Erscheinungen des Schmerzes und der Schmerz weicht dem Frieden. Wir sehen es in den Rasenden, den Traurigen, den Notleidenden, den Einsamen, den Ängstlichen. Sie werden jener Ruhe und dem Geistesfrieden zurückerstattet, in denen sie erschaffen wurden. Auch die Sterbenden und die Toten sehen, auch in den Sterbenden und Toten sehen wir es, wodurch sie dem Leben zurückerstattet werden. Das alles sehen wir, weil wir es zuerst in uns selber sahen. Also im Einzelnen mit dem Vater erkenne ich mich als das Heilige Selbst, das ich mit ihnen und allen teile. Und in diesem Gewahrsein, dass es die einzige Wirklichkeit ist, schauen wir auf alles. Ob da jemand scheinbar leidet, krank ist, im Sterben liegt, wir glauben nicht an diesen vergänglichen Schrott, den wir dahin projiziert haben, sondern wir sehen jenseits von all diesen Erscheinungen, wen? Den Gottessohn. Auferstanden, heilig und geheilt in Christus. Und diese Schau, Bruder, von Gott gegeben, ist die totale, radikale Vergebung. Wir glauben in keiner Weise mehr an Krankheit, Leid und Tod. Es wird einfach weggeleuchtet. Hier und heute. Kein Wunder kann denjenigen, die erkennen, dass sie eins mit Gott sind, je verweigert werden. Es gibt nicht einen ihrer Gedanken, der nicht die Macht hätte, alle Formen des Leides bei jedermann zu heilen in Zeiten, die vergangen sind und Zeiten, die noch kommen werden, genauso leicht wie bei jenen, die jetzt neben ihnen gehen. Ist das nicht gigantisch? Wir drehen die Vergangenheit ins Licht, die Zukunft ist nur Licht und auch was aktuell stattfindet. Alles wird gedreht in die Liebe, in die Freude, ins Licht. Alles wird geheilt. Die Geschichtsbücher, die können wir alle einstampfen. Wir schmeißen sie weg. Und wenn wir selber Bücher geschrieben haben, wie ich, dann auch weg damit in die Mülltonne. Es ist nicht wahr. Und wenn ich noch so viel durch die Gegend gereist bin und Vorträge gehalten habe und alle retten wollte,
Nein, Sie sind gerettet. Wir sind alle heilig und kalt im Vater. Wir sind gerettet. Wir brauchen nicht die Retter dieser Welt, die falschen Heiler. Davon war ich einer. Ja. Ihre Gedanken sind zeitlos und ebenso unabhängig von Entfernung wie von Zeit. Unabhängig von Entfernung und Zeit. Wir sind allmächtig eins mit dem Vater und können wirklich alles drehen und heilen. Ist das nicht gigantisch? Wir verbinden uns mit diesem Gewahrsein, wenn wir sagen, dass wir eins mit Gott sind. Denn mit diesen Worten sagen wir ebenfalls, dass wir erlöst sind und geheilt sind, dass wir entsprechend auch erlösen und heilen können. Na klar, ich bin eins mit Gott, das herrlichste und schönste, heiligste Wesen. Natürlich kann ich denn heilen, wenn ich dich so anerkenne. Wir haben angenommen und jetzt möchten wir geben. Also wir haben unsere Wirklichkeit angenommen. Denn wir möchten die Gaben, die unser Vater uns gab, behalten. Durch mein Geben empfange ich ja. Also gib allen alles, damit du hast. Heute möchten wir uns als eins mit ihm großgeschrieben erfahren, damit die Welt unser Erkennen der Wirklichkeit mit uns teilen möge. Also wenn ich erkenne, dass ich eins mit Gott bin, das ganze Universum, der ganze Himmel, und erkenne, dass in jedem, dann ist die ganze Welt erlöst. Na klar, ich bin ja die ganze Welt. In unserer Erfahrung ist die Welt befreit, ja. Indem wir unsere Trennung von unserem Vater leugnen, ist sie geheilt mit uns gemeinsam. Du siehst, auf was das hinaus wird. Wir sind einfach eins mit dem Vater und genauso schön wie er. Seine Ausdehnung, seine Freude, seinen Schatz. Und alles andere, die gesamten Selbstkonzepte, egal ob sie spirituell waren, die ganzen spirituellen Egos, alles lassen wir los. Wie ich immer sage, wir können sie uns alle vors Knie nageln. Es ist nicht wahr und wir haben gar kein Knie, weil wir kein Körper sind. Friede sei heute mit dir. Sichere deinen Frieden, indem du dich im Gewahrsein übst, dass du eins mit deinem Schöpfer bist. Klar. Ja, bei Brahma Kumaras haben wir immer Om Shanti, Om Shanti, ich bin Frieden gesagt. Das waren natürlich gute Vorbereitungen, aber wir müssen die Ganzheit akzeptieren, Vater. Der Vater hat sich als Ganzes zu dir ausgedehnt und ohne die bleiben wir in der Trennung. Und dann machen wir die Hölle. Friede sei heute mit dir. Sichere deinen Frieden, indem du dich im Gewahrsein übst, dass du eins mit deinem Schöpfer bist, wie er es mit dir ist. Irgendwann heute, wann immer es am günstigsten erscheint, widme dem Gedanken eine halbe Stunde, dass du eins mit Gott bist. Dies ist unser erster Versuch mit einer ausgedehnten Übungszeit, für die wir weder Regeln noch besondere Worte vorgeben, um deine Meditation anzuleiten. Wir wollen Gottes Stimme vertrauen, dass er heute zu dir spricht, wie er es für richtig hält. In der Gewissheit, dass er nicht versagen wird, verbringe diese halbe Stunde mit ihm, er wird das Übrige tun. Ich habe zur Vorbereitung dieses Videos jetzt nicht eine ganze halbe Stunde, aber 20 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen mehr in dieser Stille verbracht. War wunderschön, ja. Es kam auch ganz kurzzeitig Ablenkung rein, aber wirklich nur kurzzeitig. Also diese Überzeugung, die uns der Vater durch den Heiligen Geist gibt, dass er uns grenzenlos liebt und diese Zärtlichkeit vom Vater, diese hingebungsvolle Liebe, das haben wir noch nie vorher erfahren. Egal, was wir gemacht haben, der Vater liebt uns, so wie er uns erschaffen hat. Und wenn wir ein Massenmörder waren, habe ich nur geträumt. Alles Dunkle habe ich nur geträumt, das ist nicht wahr. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, in seinen Liebesarmen geborgen. Stell dir bitte vor, das ganze Karma, die ganze Vergangenheit, wird einfach durch diese Tatsache, dass ich eins mit dem Vater bin, gleich in ihm geborgen, einfach weggeleuchtet. Das ist eine Power, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber sie ist wirklich. Verbringe diese halbe Stunde mit ihm. Er wird das Übrige tun. Der Nutzen für dich wird nicht geringer sein, wenn du glaubst, dass nichts geschieht. Womöglich bist du nicht bereit, den Gewinn heute anzunehmen. Irgendwann jedoch wird es zu dir kommen und du wirst nicht anders können, als ihn wahrzunehmen, wenn er mit Gewissheit in deinem Geist aufdämmert. Diese halbe Stunde wird in Gold gerahmt sein und jede Minute wird wie ein Diamant in der Fassung des Spiegels sein, der diese Übung dir anbieten wird. Und du wirst Christi Antlitz,
darin sehen, als Spiegel deines eigenen. Tja. Ach, Vater, es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar, was du mit uns machst hier. Heute vielleicht, vielleicht auch morgen wirst du deine eigene Verklärung im Spiegel sehen, der diese heilige halbe Stunde dir entgegenhält, damit du dich betrachtest. Wunderbar. Wenn du bereit bist, wirst du sie dort finden, in deinem Geist und darauf wartend, entdeckt zu werden. Ja, in meinem Geist ist dieses herrliche Selbst. Du wirst dich dann an den Gedanken erinnern, dem du diese halbe Stunde gewidmet hast, und dankbar gewahr sein, dass du nie Zeit für etwas Besseres verwendet hast. Also diese halbe Stunde heute, die ich also noch während des Tages machen werde. Ich werde also nochmal diese Übung machen. Ist ja nicht verboten, sie zweimal zu machen. Und mich dann an dieser Herrlichkeit erfreuen, die ich bin, mit dir im Einssein. Was gibt es Schöneres? Ich will doch den ganzen Tag am liebsten nur im Vater verbringen, da wo ich wirklich bin. In der Freude, in der Liebe, in der Geborgenheit. Was gibt es Schöneres? Das ist mein einziges Ziel und deins sicher auch. Ich weiß, sonst würdest du dieses Video nicht anhören. Heute vielleicht, vielleicht auch morgen, wirst du in diesen Spiegel schauen und verstehen, dass die sündenlose Licht, das du siehst, das deine ist. Hey, und du bist mein Spiegel. Dass die Lieblichkeit, die du erblickst, deine eigene ist. Betrachte diese halbe Stunde als deine Gabe an Gott. Ja, das will ich doch heute nochmal tun. In der Gewissheit, dass seine Gegengabe ein Gefühl der Liebe sein wird, das du noch nicht verstehen kannst. Eine Freude, die zu tief geht, als dass du sie erfassen könntest. Ein Anblick, der zu heilig für den Anblick durch des Körpers Augen ist. Und dennoch kannst du sicher sein, dass du eines Tages, heute vielleicht, vielleicht auch morgen, verstehen und erfassen und auch sehen wirst. Ja. Dass so eine Liebe, so eine Zärtlichkeit, so eine Hingabe, so eine Sanftheit, das ist unglaublich. Ich werde gefragt, hast du das schon erfahren? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nicht nur einmal, viele, viele, viele Male. Ja. Ach, der Vater ist so wunderbar, so wunder, wunder, wunderbar. Nee, habe ich mir nicht in den kühnsten Träumen vorstellen können. So ein grenzenlos hingebungsvoller, liebender Vater, der uns alle gleich liebt. Ich bin nicht auserwählt, wie ich das in der Vergangenheit gemeint habe. Da waren wir die Auserwählten als die Brahmanen. Die Wurzeln des Kalpa-Baumes, des Baumes der Religion, um alle zu erlösen. Nichts da. Jeder ist gleich erschaffen. Ist das nicht ehrlich? Vollkommene Gerechtigkeit des Vaters. Der Vater hat sich jedem Wesen gleich hingegeben. Und wenn wir kleine Mickermännchen sehen, dann sind das unsere Ideen. Das hat mit der Wirklichkeit und der Schöpfung nichts zu tun. Die müssen wir alle aufheben lassen. Und jedem das gleiche Recht einräumen, Gottes heiliger Sohn zu sein. Füge dem goldenen Rahmen, den dir heute angebotenen Spiegel einfasst, noch weitere Diamanten zu, indem du stündlich bei dir wiederholst. Hört, hört, ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin. Ja, mit meinem Selbst und allen meinen Brüdern. Auf ewig heilig und in Frieden. Mich haut's mal wieder um, lieber Bruder. Das ist sowas von schön. Ist das nicht ein gigantisches Geschenk, dass die Trennung nie gewesen ist? Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin, mit meinem Selbst und allen meinen Brüdern, auf ewig heilig und in Frieden. Auf ewig heilig und in Frieden. Mein geliebter, geliebter Schatz, was Schöneres gibt es nicht. Nimm dir Zeit, mach diese halbe Stunde. Und ich mache sie sogar zweimal. Also nicht ganz so lange gewesen, aber ich mache sie. Ja, was kann es Schöneres geben, als mich geborgen, nicht im Körper, im Vater, in der Ganzheit. Eins mit dir, mit allem. Und all die, mit denen ich das falsche spirituelle Wissen studiert hat. Ich merke, wie sehr der Vater sie liebt durch mich. Wie sehr er sich wünscht, dass ich jeden Bruder, die Daddys, die älteren Schwestern dort, alle mit dieser Hingabe
segne, dass er sie durch mich segnen kann und erlösen kann. Sie wollen doch alle zum Vater. Es gibt doch nicht ein Wesen, das nicht wieder zu Hause und glücklich und in Liebe und Geborgenheit leben will und die Welt der Angst verlassen will. Alle wollen nach Haus, glaub's mir. Und dann ist das Spiel aus. Wir sind erwacht und können erwecken. Wir sind erlöst und können erlösen. Wir lieben alle, weil Gott alle liebt durch uns. Das ist unsere Funktion. In diesem Sinne sind wir eins mit dem Vater wie eine Mutter, durch die er jedem Wesen eine neue Geburt in unserem Geist gibt. Tja, es ist eine wunderbare, herrliche, ja, grenzenlose Liebesübung, die wir heute machen. Lass es zu. Hab keine Angst vor der Liebe Gottes, nimm sie einfach an. Sie löst jede Angst auf. Ja, wir entscheiden uns heute für das Leben, für die Ganzheit. Denn die Ganzheit ist das Leben. Die Liebe ist die Ganzheit. Wir lassen keinen aus. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag im Himmel, eins mit dem Vater. Bis gleich, bis bald. Ich liebe dich.